2 aus 6 und 0 aus 3, das war die Ausbeute der 9. Runde in der 3. Liga und das Abschneiden der Regionalliga Ostclubs im Unica ÖFB Cup. Hallo und herzlich willkommen zur Montagssendung der 3. Liga. Was heißt das? 2 aus 6. Der Regen machte den Clubs der Ostliga einen Strich durch die Rechnung. Nur zwei Partien konnten am letzten Wochenende von 6 stattfinden. Im ÖFB Cup war die Ausbeute leider 0. Der Sportclub Stripfing und auch der erste Wiener Neustädter SC haben den Sprung in die nächste Runde leider nicht geschafft. Allerdings waren mit Rapid Wien, Austria Wien und Wacker Innsbruck die Gegner auch übermächtig. Aber wir kommen jetzt zur Meisterschaft zurück und das ist der 9. Spieltag in der 3. Liga und da machen wir den Startschuss in Wien Favoriten. Da muss das Team Wiener Linien gegen die Admira Juniors ran und das ist ein Duell auf Augenhöhe mit vielleicht leichten Vorteilen für die Elf von Trainer Herbert Gager. In den bisherigen 3 Duellen gab es jeweils einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Wie das 4. Match der beiden gegeneinander ausgegangen ist, das schauen wir uns jetzt an. Maximilian Exler und seine Admiraner wollen im Spiel gegen Team Wiener Linien unbedingt einen Sieg feiern. Die Admiraner in Weiß, von rechts nach links mit der ersten Möglichkeit. Zirkovic, guter Ball, da in die Spitze Kalajdzic. Und dann ist es Ronny Rikal. Erdan Uzun Bakcu verhindert einen Gegentreffer. Patrick Helmes sieht seine Mannschaft eher in der Offensive, jetzt einmal das Team Wiener Linien. Das ist Suda mit der Hereingabe. Delic, gut angenommen, keine Probleme. Für Dominik Sulzer im Tor, der Jungadmiraner. Die Zuschauer sehen aber die nächste Möglichkeit für die Admira. Das ist Zirkovic per Freistoß. Das kann aber besser, das weiß er. Das hat er schon besser gemacht. Nicht nur bei den Juniors, sondern auch bei den Profis immer noch. Der Zwischenstand hier im Spiel zwischen Team Wiener Linien und den Admira Juniors 0:0. Herbert Gager ist auch wieder dabei nach einer kurzen Pause. Und er sieht schon wieder den nächsten Angriff der Admira. Exler. Guter Doppelpass, Maximilian Exler. Und das ist Erdan Uzun zum ersten Mal so richtig geprüft. Patrick Helmes ist der Trainer der Juniors, so einen hätte er vielleicht früher auch noch gemacht als Aktiver. Dann Sulzer mit dem weiten Abschlag, dann enteilt Kronberger den Favoriten an. Gut gemacht, immer noch Kronberger und das ist Lukasevic und da ist das 1:0 für die Gäste. Leonardo Lukasevic, perfekter Moment, 44. Minute. Knapp vor der Pause geht die Admira also gegen das Team Wiener Linien in Führung. Und das ist zugleich auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel dann das Team Wiener Linien am Drücker. Das ist Rajkovic. Der wird da nicht attackiert. Überläuft der Lukasevic mit der Hereingabe. Aber dann ist es die Admira-Verteidigung. Paul-Friedrich Koller, der erklärt, der Eckball, der bringt nichts ein. Dann wieder Kronberger. Immer wieder mit seiner Schnelligkeit enteilt er da der Abwehr. Kronberger. Und ein ansatzloser Schuss. Knapp vorbei. Das Außennetz war es nur, das hier gewackelt hat. Die Zuschauer, die brauchen etwas zum Erwärmen, vielleicht in dieser Situation. Eckball für die Juniors. Rikal verpasst da den Ball und dann ist es wieder Kronberger. Der schießt da aus allen Lagen. Gefährden kann er aber das Tor von Erdan Uzun noch nicht. Milenkovic mit dem Freistoß auf Rajkovic. Der zieht in die Mitte. Rajkovic mit dem hohen, weiten Ball in die Spitze. Das ist Bauer, der reißt ihm da ab und dann Oktayendi. Nein, Entschuldigung, nicht Oktayendi. Patrick Mijatovic war es mit dem Abschluss. Und dann erklärt Trainer Gager dem Youngster noch etwas. Das Team Wiener Linien bemüht, aber so richtig durchsetzen können sie sich noch nicht.
Buchter mit dem Klärungsversuch. Aber wieder auf Mijatovic. Daniel Suda mit dem Schuss, aber auch der war nicht wirklich gefährlich. Die Juniors? Im Angriff Fehler von Milenkovic. Gutes Dribbling. Noch einmal die Chance für die Juniors. Djurkovic. Und dann ist es Ertan Uzun. Und im Nachschuss Washington de Oliveira Bispo. Der trifft den Ball nicht richtig. Die nächste gute Möglichkeit für die Admira. Bauer fängt da den Ball ab. Guter Spielzug in die Spitze. Und vielleicht klappt es jetzt mit dem Tor. Aber der Stangelpass, der kommt bei niemandem an. Da waren zwei Spieler von den Wiener Linien ganz frei in der Mitte und am Abschluss war es dann Jasmin Delic, der an Dominik Sulzer scheitert. Und das war die beste Möglichkeit für das Team Wiener Linien im Spiel. Da ging die Admira. Delic per Kopf, Sulzer mit der Parade. Dann Milenkovic mit dem Fehler, Kronberger auf und davon. Luca Kronberger gegen Ertan Uzun. Kronberger trifft aber das Tor nicht. Es bleibt beim 1:0 für die Admira. Ein knapper Sieg, aber aufgrund der Leistung nicht unverdient für die Admira Juniors nach dem Heimremis gegen Straßburg. Also ein Erfolg beim Team Wiener Linien. So kann es für die Jungsüdstädter sicherlich weitergehen. Für das Team Wiener Linien setze es jetzt die zweite Niederlage in Serie. Somit steht die Gaga 11 bei 3 Siegen und 3 Niederlagen. Mit einem 1:0-Sieg zeigte der FC Mauerwerk in der letzten Runde gegen den Wiener Sportclub auf. Jetzt musste sich die Schweizer Hälfte beim Heimspiel gegen die spielstarken Dreiskirchner beweisen. Die Niederösterreicher, die kommen, kann man schon so sagen, mit einer breiten Brust am Wienerberg, obwohl die Bachmeier Dollar 11 in der letzten Runde gegen Titelkandidat Stripfing nach einer tollen Leistung 0:1 verlor. Aber die Leistung war top. Das muss man schon sagen. Und in den bisherigen 6 Duellen zwischen Mauerwerk und Dreiskirchen hatten die Niederösterreicher noch nicht viel zu jubeln. Vielleicht gibt es ja jetzt einmal einen Sieg. In den letzten 6 Spielen gab es 5 Niederlagen und nur einen Erfolg für die Dreiskirchener. Wie es dieses Mal aussieht, schauen wir uns jetzt an. Es ist angerichtet für ein Spitzenspiel. Der FC Mauerwerk empfängt Dreiskirchen. Marco Stefanovic und Marvin Trost wechseln noch einmal mit ihren Mannschaften die Seiten und dann kann es schon losgehen. Kuhan mit einem guten Seitenwechsel auf Papadimitriou. Der sieht grün starten. Der Robuster im Zweikampf mit Amahelic. Dann noch die Gurke und die erste gute Möglichkeit im Spiel für Mauerwerk. Endstation Dominik Krischke. Christopher Grün, der Abgeber des Schuss. Norbert Schweizer mit seiner Riege auf der Betreuerbank kann noch entspannt sein. Bei Rami auf Mohr, der auf der 6 spielt, nicht auf der 8 mit Noah Lederer. Position getauscht, erster Warnschuss auf das Tor von Marko Mikolic. Er hat den Vorzug von Bartolomei Kourou bekommen. Dann Mohr, schnell ausgeführter Freistoß. Die Abwehr von Mauerwerk hält einen Tiefschlaf bei Rami und Mikolic kann sich zum ersten Mal auszeichnen. Dreiskirchen wird stärker, die Leistung vom Mauerwerk flacht ab. Bei Rami Zuckerpass auf Fischerauer und der lässt Mikolic keine Chance. 1:0 für die Gäste, 16. Spielminute. Florian Fischerauer, der Torschütze. Aber was für ein Zuckerpass von Eldis bei Rami, da mit dem Außenriss über die Abwehr. Und dann schön ausgeschaut den Tormann. Die Dreiskirchner führen also am Wienerberg mit 1:0. Wie verkraftet Mauerwerk diesen Gegentreffer? Wieder so ein weiter Ball über die Abwehr, Trost gegen Ida. Dieses Duell hat es zu Beginn oft gegeben, dann hat man die Seiten gewechselt beim Verteidiger. Ida, der bringt den Ball gut in die Mitte und dann ist es wieder Christopher Grün. Per Kopf, aber den hat er nicht setzen können. Torschuss oder nicht, bewerten Sie selbst, wir sagen, eine Halbschuss. Max Doller und Markus Bachmeier. Die können bislang zufrieden sein. Sehr gutes Spiel ihrer Mannschaft. Viel Platz auch. Das ist Helic mit dem Stangelpass. Mauerwerk kann sich gerade noch so befreien. Mohr, die Dreiskirchner sind schon wieder da. Fischauer mit einer Bombenpartie. Fischauer mit dem nächsten Abschluss und dann ist es Mikolic.
mit der Fußabwehr. Und er zeigt seinen Jungs, was ist los mit euch da vorne? Ein bisschen Unterstützung, Kuhan. Ballverlust von Stojanovic und dann geht's schnell wieder in Richtung von Tor von Mikulic. Haas auf Linhart. Mikulic wird ab. Bayrami ist da. 2:0. Eldis Bayrami. 28. Spielminute. So einfach geht's. Ballverlust von Mauerwerk im Mittelfeld. Schnelles Umschaltspiel. Und da ist Bayrami komplett frei. Auf den wird komplett vergessen. 2:0 also für die Treskirchner. Nicht einmal eine halbe Stunde ist gespielt und die Mine auf der Bank vom Mauerwerk, die wird immer dünkler. Serenci, guter Seitenwechsel. Das ist wieder Eldis Bayrami. Der wird da gar nicht attackiert und wenn nur halbherzig. Aber dieser Schuss dann doch weit am Tor vorbei. Aber die Treskirchner machen das sehr gut. Spielen gefällig. Lassen da Mauerwerk keine Chance. Fischauer. Der war so richtig in Spiellaune. Und hier sehen Sie mal, wie gut die Treskirchner den Ball laufen lassen. Mohr, Lederer, alle zusammen und dann dieser Zuckerpass von Lederer auf Fischauer. Und der mit einem Geniestreich. 38. Minute, 3:0 für Treskirchen. Unfassbarer Treffer. Zuerst der Leerlauf und dann dieser Heber aus dem Fußgelenk. Herrlich gemacht, Florian Fischauer. Doppelpack, 3:0. Und in der Höhe war das verdient, muss man so sagen. Mauerwerk angeschlagen, Kuhan. Vielleicht glaubt es jetzt einmal, Duben per Kopf. Aber schon abgepfiffen, Freistoß, faul vom slowakischen Innenverteidiger. Dann wieder Stojanovic, wieder so ein Fehlpass in die Mitte oder ein Ballverlust in der Mitte. Und die Treskirchner schalten wieder schnell um. Linhart mit dem Chip auf Haas, der wird noch abgefälscht von Duben, geht knapp am Tor vorbei. Und einer, der kann leid tun, das ist Marko Mikulic im Tor vom Mauerwerk. Halbzeitstand 3:0 für Treskirchen. Der wurde von seinen Vorderleuten da oft im Stich gelassen. Zweite Halbzeit, Kuhan auf Vidovic. Antonio Vidovic, der Goalgetter vom Mauerwerk am Weg zum 1:3, hast du gedacht. Dominik Rischke hält und pariert für seine Vorderleute. Norbert Schweizer, die Mine wird einfach nicht besser, obwohl Mauerwerk jetzt ein bisschen besser ins Spiel gefunden hat. Duha Stojanovic und das ist Christopher Grün, aber es soll nicht sein. Wieder Krischke am Posten. Grün mit der nächsten guten Möglichkeit für die Simmeringer. Vielleicht klappt es nach einer Standard. Stojanovic. Aus dem Hinterhalt kommt dann Kai Sukeida, aber auch der Ball geht übers Tor. Keine Gefahr für das Tor der Niederösterreicher. Ratlosigkeit macht sich schon breit. Die Leistung vom Mauerwerk eigentlich katastrophal. Und die Treskirchner, die spielen das hervorragend. Wieder Fischauer und Haas, die werden da gar nicht attackiert. Die können hervorragend kombinieren. Nur der Abschluss war da nicht so toll wie bei den vorigen Malen. Dann einmal Duha. Der hat da viel Grün vor der Nase. Und auch Ida, gute Flanke, Vidovic. Aber zu zentral, per Kopf, auf Grischke. Das war einer der gefährlichsten Aktionen noch vom Mauerwerk in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit. Mehr war da nicht los in der Offensive. Kuhan verliert da den Ball an Hellebart. Hellebart hat zwei Abspielmöglichkeiten, probiert selbst Mikulic. Hält diesen Ball. Da hat er es im Alleingang probiert, der Hellebart. Dann Stefanovic, schwerer Fehler, verliert er den Ball an Bayrami, der mit der Übersicht auf Patrick Haas und der trifft zum 4:0. 76. Minute, Treskirchen erhöht. Patrick Haas mit dem 5. Saisontreffer. Gute Übersicht von Bayrami, chancenlos Mikulic im Tor. Und die Treskirchner dürfen schon wieder jubeln. Und diese Szene ist symptomatisch für das Spiel vom Mauerwerk. Duha mit dem Fehler, dann Duben kommt nicht mehr ran. Hellebart, Bayrami. Ja, das hätte schon das 5:0 sein können. Aber die Treskirchner verschonen da Mauerwerk. Am Ende
gibt's also nur einen 4:0-Sieg. Und der war alles andere als unverdient. Totalversagen beim Mauerwerk. Bis auf die ersten 15 Minuten waren die Simmeringer völlig von der Rolle und fielen wieder in alte Muster zurück, wie schon vor dem Trainerwechsel. Der Applaus gehört den Dreiskirchnern. Sie haben völlig zu Recht diese 3 Punkte eingefahren und zeigten wieder einmal einen ganz feinen Fußball. Die Stimmen zum Spiel haben wir auch noch für Sie. Hier gibt es die Interviews. 0:4 gegen Dreiskirchen. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Man ist wieder in die alten Muster zurückgefallen, oder? Ja, man kann in so kurzer Zeit nicht so viel aufholen. Vorige Woche war es halt mit viel Temperament und da ist jeder um sein Leben gelaufen. Und nach dem 1:0-Sieg gegen Sportclub hat scheinbar jeder wieder geglaubt, er ist der Beste oder kann es locker runterspielen, obwohl ich Druck gemacht habe. Und also so geht es halt nicht. Du sagst, so geht es nicht und man ist wieder in alte Muster verfallen. Warum hat man heute nicht gekämpft? Warum ist man nicht gelaufen? Die Dreiskirchen haben das gut gemacht, hätten noch mehrere Tore schießen können, sind dann immer wieder in die Schnittstelle alleine vor dem Tormann gewesen. Was hat da alles nicht gepasst? Na, es ist halt, die Auffassungsgabe dauert so lange. Also man ist mental nicht auf der Höhe und wir müssen beim Training ein bisschen mehr anziehen bei dem Ganzen. Und es ist in der kurzen Zeit halt noch nicht gelungen. Das ist ein Prozess, der ein bisschen dauert. Aber man kann es hinbringen, aber es ist halt wenig Zeit dafür. Mir ist vorgekommen, auch als würde man immer einen Schritt oder den berühmten Schritt langsamer gewesen sein als die Dreiskirchen, dass die wendiger waren, flinker waren, im Kopf klarer waren. Ja, wir haben das gewusst, dass wir halt durch das Corona und die Vorbereitung war nicht gut, dass da Defizite da sind. Und in dem Spiel ist es halt wieder so durchgebrochen. Ne? Wir werden daran arbeiten, dass wir es kompakter machen, dass wir schneller werden im Erkennen der Situationen, dass wir giftiger werden. Nur ist halt ein Prozess, der sowohl im Kopf wie auch körperlich drinnen sitzt und werden der Zeit brauchen. Das haben wir auch gewusst. Das haben wir trotzdem ein bisschen betröpst, weil es ist mehr drinnen. Aber grundsätzlich gesehen ist es so tritt die Mannschaft eigentlich seit der ersten Runde auf und das müssen wir ausbringen. Jetzt war gegen den Wiener Sportclub offensiv nicht wirklich viel los. Das Tor, das man geschossen hat durch einen Abwehrfehler heute, war offensiv wieder nicht wirklich viel los. Fehlt es auch im Spiel nach vorne? Ja, wir konzentrieren uns jetzt mehr aufs Spiel nach hinten, weil eben das große Problem in den ersten Spielen war. Dadurch leidet halt das Spiel nach vor, weil wir halt die Formation besser halten wollen, weil wir halt mehr die Räume besetzen und es ist einfach sehr viel Stress im Kopf bei den Spielern und wird es nicht so kreativ nach vor. Wobei die erste Viertelstunde, glaube ich, war sehr gut und bis zum Gegentor, glaube ich, haben wir eigentlich besser gespielt als der Gegner und dann ist der Knick gekommen und das ist halt auch so eine mentale Geschichte, wenn es 1-0 oder 1-0 in Rückstand geratest und die Mannschaft dann eigentlich mehr oder weniger sie alle Tugenden verliert, muss man halt da auch sehr stark arbeiten. Du hast es gerade gesagt, man hat sich halt eher mehr auf die Defensive konzentriert. 4 Gegentore gegen Dreiskirchen. Sie haben zwar 20 geschossen schon vor diesem Spieltag, aber 4 Gegentore ist doch eindeutig zu viel, oder? Auch wenn man sich jetzt auf die Defensive konzentriert. Ja, vor allem nach dem ersten Tor sind wir auseinandergebrochen und da hat da überhaupt nichts mehr gestimmt. Da hat die Abstimmung nicht gestimmt. Das ist die Arbeit in der Viererkette schlecht. Und ja, da muss man sehr viel arbeiten. Aber es ist auch das Mentale, wo man sagt, man kriegt ein Tor und die ganze Mannschaft eigentlich bricht weg. Nächste Runde soll es besser gehen, nehme ich mal an, oder? Ja, natürlich. Es wird auch besser gehen. Also wir werden sie da rausarbeiten und Schritt für Schritt. Zaubern geht nicht. Aber es ist leider schon wieder Mittwoch, also wir haben wenig Zeit zum Arbeiten, aber in Wahrheit müssen wir sich steigern von Spiel zu Spiel und ist eh besser unter Wettkampfbedingungen und darum ist gar kein Nachteil. Mittwoch warten die Admira Juniors auf Mauerwerk, auch eine spielerisch starke Mannschaft, ähnlich wie Dreiskirchen. Ja, wird ähnlich sein und da werden wir schauen, was wir aus den Fehlern, die wir heute gemacht haben, lernen. Tolle Leistung, 4:0-Sieg gegen Mauerwerk hier auswärts, was will man mehr, oder? Ja, so kann man weiterspielen. Also die Mannschaftsleistung war heute sehr gut, meines Erachtens, und so kann es weitergehen. Das 1:0 sehr souverän gemacht. Hat sich der Tormann da schon ein bisschen zu früh niedergelegt? Hast du das ausgeschaut oder hast du gleich auch den Heu dort ins Eck und fertig? Nein, mein erster Gedanke war wirklich in das Eck, aber ich habe schon im Augenwinkel gesehen, dass sich der Tormann rüberbegt, also habe ich ihn dann schön platzieren können. Hat Mauerwerk in der Abwehr heute euch das Leben im Angriff eigentlich relativ leicht gemacht, oder? Weil viel Gegenwehr ist da nicht von da hinten gekommen. Man muss sagen auch, wir haben in der Offensive überragende Spieler und ich glaube, dass wir individuell besser waren vorne. Und ja, wie gesagt, der Gegner ist auch ziemlich hoch gestanden und es hat uns
die Räume hinter der Abwehr gegeben und die haben wir auch gut bespielen können. Jetzt hat man früher immer gesagt, der Dieter Thalskirchner können keine Tore schießen. Ja, wir versuchen uns unseren Spielstil durchzuziehen und wenn wir noch das eine oder andere Tor mehr machen können, können wir uns noch mehr freuen. Und auch die Fehler hat man hinten abgestellt, das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Natürlich, wir haben eine Spielphilosophie, die sehr riskant ist, auch beim Herausspielen. Aber ich glaube, darauf kommt es auch an, sich auch individuell zu verbessern, auch mal das Risiko hinten einzugehen. Und das, wir arbeiten täglich daran und ich hoffe, da sieht man den Entwicklungsschritt unserer Mannschaft und da können wir beruht, wie gesagt, sehr froh sein. Norbert Schweizer ist nicht gerade amused von der Leistung seiner Mannschaft. Viel zum Nachdenken gibt es aber nicht für die Simmeringer. Am Mittwoch geht es schon zu den Admira Juniors. Und da sollte dann schon wieder ein Sieg eingefahren werden. In Dreiskirchen, Man of the Match natürlich Florian Fischauer. 2 Tore und ja, eine Top-Leistung vom kleinen Florian Fischauer. Der Mittelfeldmotor der Dreiskirchener ist sich auch für die Dreckarbeit nicht zu gut. Ja, und das war's schon wieder mit der 9. Runde, mit den Spielen in der 3. Liga. Wir schauen uns aber nochmal trotzdem die Ergebnisse und die Termine für die Nachtragsspiele im Überblick an. Das Team Wiener Linien musste sich den Admira Amateuren oder den Admira Juniors mit 0:1 geschlagen geben. Mauerwerk geht gegen Dreiskirchen mit 0:4 unter. Bereits morgen gibt es 2 Nachtragsspiele. Um 19 Uhr trifft der ASV Trasburg zu Hause auf Bruck an der Leiter und um 19.30 Uhr spielt das Tabellenschlusslicht aus Neusiedl am See gegen Wiener Viktoria. Das ist, und eine Botschaft für beide Clubs verlieren, ist eigentlich schon verboten. In der Tabelle, die schauen wir uns auch noch kurz an, da hat sich nicht viel getan. Leobendorf ist weiter an der Spitze. Dahinter liegt der Wiener Sportclub, Bruck an der Leiter und eben jetzt Dreiskirchen nach dem 4:0-Sieg über Mauerwerk. Am Tabellenende, wie schon gesagt, Neusiedl am See. Ja, das war's einmal von mir und mit der 9. Runde in der 3. Liga. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da und da haben wir dann auch einen Studiogast bei mir. Ja, wir sind wieder zurück hier in der 3. Liga. Wir haben ein bisschen das Studio umgebaut und dürfen jetzt Christor hier begrüßen. Danke auch natürlich an Alex, der jetzt in der Werbepause das Studio daher umgemodelt hat, dass du da sein darfst. Super. Wir haben uns gedacht, das ist am Donnerstag so gut gemacht. Wir laden dich gleich nochmal ein und stellen ein paar schwierigere Fragen zu der ganzen Geschichte. Aber jetzt testen wir dich wirklich. Nein, fangen wir mal an mit den 2 Spielen, die haben wir schon gesehen. Admira gewinnt bei Team Wiener Linien 1:0. Auswärts klappt es daheim noch nicht. Kann man das so sagen? Ist das das Resümee des Spiels? Ja, dafür gibt es ja die Partie jetzt gegen Mauerwerk am Mittwoch. Da hat Patrick Helmes schon gesagt, er würde jetzt endlich die Heimschwäche ad acta legen. Das 1:0, das gibt schon Antrieb, ja. Also 1:0 beim Team Wiener Linien gewinnen, okay, auswärts, ist auch nicht so zwider. Die Uhrzeit ist nur ein bisschen komisch. 20.45 Uhr hat man bei der Admira geglaubt, dass man Champions League spielt, weil ja am gleichen Tag auch Champions League ist. Ja, keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, aber gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Gewöhnungsbedürftig. Ihnen wird es wurscht sein, Hauptsache sie gewinnen einmal. Letzter das Sieg, haben wir ja schon mal geredet, gesagt, ja. Mauerwerk 2:1, genau, hast du den Torschützen gemerkt? Ach, das hast du mir, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Natürlich habe ich es dir gesagt. Ja, was? Dominik Buster. Der Buster, doch, hast du gesagt. Kreuzig ja, damals, gesagt, ja. Langes Kreuzig, ja, keine Chance. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, ist so. Solltest du dir vielleicht noch anschauen, das Spiel, bevor du das neue Spiel vielleicht siehst. Ja? Okay. Mauerwerk ja verloren, 4:0 gegen Dreiskirchen, zu dem kommen wir gleich zu dem Spiel. Ja. Nach dem 1:0 hat man geglaubt, vielleicht ein bisschen Auftrieb, der Trainereffekt ist da und jetzt fällt man wieder in alte Muster zurück. Ja, Wahnsinn, ich hoffe, dass der Trainereffekt jetzt nicht verpufft ist. Also schwer zu sagen, was da passiert ist, binnen 2-3 Tagen. Aber man muss auch sagen, dass die Dreiskirchen das wirklich sehr gut gemacht haben. Haben nichts anbrennen lassen, waren sehr diszipliniert und vor allem in der ersten Halbzeit haben sie den Deckel schon drauf gemacht mit dem 3:0. Ja. Obwohl die erste Viertelstunde war Mauerwerk eigentlich überlegen, war spielerisch besser. Hätte, wäre eigentlich so ein 1:0 auch für Mauerwerk in der Luft gelegen, nur haben sie halt die Chancen auch nicht dazu gehabt. Aber dann Dreiskirchen. Ja, große Chance haben sie in der Anfangsphase schon gehabt, aber wie gesagt, Dreiskirchen war eiskalt. Ja. Ein überragender Bayrami und natürlich ein Fischerauer in Topform. Das Schubferl auch nicht von schlechten Eltern, ein unfassbares Tor. Lederer. Der Obmann hat zu mir gesagt, eine Augenweide. Eine Augenweide, ja. Unfassbares Spiel der Dreiskirchner. 4:0 haben sie also gewonnen beim FC Mauerwerk. Taktische Umstellung hat es gegeben in Dreiskirchen. Ole Mohr ist von
der 8 auf die 6 gerutscht, Lederer von 6 auf die 8. War das, glaubst du, ausschlaggebend auch? Mohr ist doch eher einer, der einteilt, der antreibt, der vielleicht auch mal dazwischen grätscht. Lederer ist eher so ein, früher hat man immer zu den Spielern gesagt, so Schönwetterfußballer oder Sommerkicker, was jetzt keine Beleidigung für Lederer sein soll, weil er ein hervorragender Fußballer ist. Ja? Ja. Aber halt auch die Zweikämpfe ein bisschen scheut. Ja. Mohr ist da ein bisschen ein anderer Typ. Ja, er ist so der Brecher. Na, hat mir schon gefallen. Also ich finde, dass Lederer dann auch mehr Freiheiten gehabt hat und das ist ihm sehr zugute gekommen, beziehungsweise der ganzen Mannschaft. Dass du da Mohr auf die 6 stellst, war sicher kein Nachteil, sage ich mal. Zerenci in der Innenverteidigung statt Javus, der auf der Bank war, war auch kein Problem, weil Mauerwerk war erstens einmal ungefährlich und zweitens, ja, das, was sie zu tun gehabt hinten haben, haben sie weggeräumt. Hat er top gemacht, aber ich muss sagen, doch, Mauerwerk ist dann einen zweiten Durchgang zu ein paar Chancen gekommen, aber wie gesagt, war das Spiel eigentlich schon vorbei, haben sie sehr brav gemacht hinten. Ja. Ein 4:0 also für die Dreiskirchner, die jetzt Vierter in der Tabelle sind, ja, haben wir schon gezeigt im ersten Teil der Sendung, falls du es nicht gesehen hast, weil du ja auf dem Weg zu mir ins Studio warst. Schauen wir dann nochmal. Aber, und wir müssen jetzt einmal zu einem aktuellen Thema kommen. Mhm. Jetzt haben wir mal die 9. Runde ad acta gelegt, die 2 Spiele, die da waren, die anderen sind ja abgesagt worden und finden dann morgen am Dienstag statt. Ja. Haben wir auch schon geredet, um 19 Uhr dann das Duell Straßburg gegen Bruck an der Leiter, 19:30 Neusiedl gegen Wiener Viktoria. Auch ein 6-Punkte-Spiel, was keiner verlieren darf von beiden. Und die Straßburger, genauso wie die Admiraner, wollen ja endlich auch einmal zu Hause gewinnen. Also bitte, liebe Admiraner und liebe Straßburger, ihr spielt zu Hause und seid euren Fans, oder auch nicht, etwas verpflichtet. Ja, ein 3-Punkter. Auch wenn die Fans nur vor den Fernsehern sitzen, bei uns natürlich zuschauen auf Gona TV oder vor dem Livestream. Mhm. So wie es in Niederösterreich ja üblich ist, es gibt ja immer noch Geisterspiele in orangenen Bezirken. Und jetzt haben wir gehört von unserer Regierung dann am Vormittag, es gibt auch keine Kantine mehr, also kein Essen und kein Trinken am Fußballplatz. Wo sollen die Leute dann ihr Bier konsumieren zum Spiel? Ja, das war, glaube ich, in deinem Freundschaftskreis ein großer Punkt, oder? Ja, ein Freund von mir hat schon gesagt, hat in die WhatsApp-Gruppen geschrieben, er hat gesagt, wie hat er gesagt, kein Bier auf dem Fußballplatz ist kein Fußballplatz für ihn. Also, okay, aber vielleicht sind dann wieder Zuschauer erlaubt, wenn es kein Fußballplatz ist. Kann man das dann vielleicht so wieder auslegen? Nein, aber es ist ein Wahnsinn. Jetzt dürfen in Niederösterreich zum Beispiel keine Zuschauer mehr rein, ja, kein Essen und Trinken ausgeschenkt werden. Das heißt, es fällt einmal alles weg von den Einnahmen. Okay, wenn keine Zuschauer sind, gibt es schon sogar Kantine. Ja, hätte ich jetzt einmal gesagt. Aber es gibt ja noch andere Bundesländer, wie zum Beispiel Burgenland und Wien, wo sehr wohl Zuschauer rein dürfen, aber jetzt keine Kantine erlaubt ist. Findest du das richtig? Man verliert langsam die Übersicht, finde ich. Also es fällt. Nein, ich finde das cool. Nein, es fällt irgendwie die klare Tendenz. Ich habe den Durchblick auch schon langsam verloren, weil jede Woche neue aus. Wenn du die Vereine anrufst und wenn du mit den Leuten dort redest, die Meinungen gehen ja auseinander. Sie wissen es ja teilweise selber nicht. Ja, aber das, du brauchst nicht einmal Vereine oder Leute anrufen, die bei Vereinen arbeiten. Ich habe es bei der BH gemacht und ich habe es dann auch bei einer Pressestelle gemacht. Ja. Und die haben gesagt, schicken Sie mir dann eine E-Mail, weil ja, ich kann es Ihnen dann beantworten. Jetzt ad hoc kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Also wir haben uns da erkundigt. Wir wollten natürlich auch wissen, wie das jetzt vonstatten geht, weil wir haben da vielleicht, ich würde nicht sagen, ein Schlupfloch gefunden, aber das haben ja die Vereine, wissen das ja schon lange. Zum Beispiel in Burgenland, der NSC, also der Neusiedler Sportclub, hat ja am Stadiongelände oder am Trainingsgelände oder am Sportplatz ein NSC-Café. Dieses NSC-Café wird eine Gastro-Genehmigung haben und wie wir wissen, McDonald's können oder irgendwem anderen oder Burger King oder Subway, oder das zählen wir jetzt nicht alle auf, können wir ja auch nicht verbieten, dass sie aufsperren und dass sie Leute bewirten. Das heißt, eigentlich könnte der Neusiedler SC sagen, okay, ich habe eine Gastro-Genehmigung in der Kantine, ich darf ja aufsperren, weil wenn ich meine Sitzplätze vergebe, die Leute sich registrieren müssen, also genau die gleichen Auflagen, die ein Restaurant hat, dann könnten sie das ja auch machen, oder? Natürlich könnten sie das machen und sie werden es wahrscheinlich auch machen, bis dann wieder irgendeine neue Verordnung kommt und dann wieder ein Riegel vorschiebt. Also es gibt einige Schlupflöcher, was die Leute natürlich ausnutzen, aber zu Recht, weil ich denke, sie sind auf die Einnahmen angewiesen von den ganzen Fans und dann sollen sie es machen. Gespannt darf man dann sein, wie zum Beispiel Niederösterreich. Das heißt, der Verein hat eine Gastro-Konzession, darf aber keine Zuschauer reinlassen. Wenn man dann zum Beispiel, Entschuldigung, das ist ganz kurz, war nur eine Idee eines Mitarbeiters von uns, danke Thomas Aha, eine Kordel als Absperrung nehmen, dass ich einen Zugang zu meinem Restaurant habe, das dann räumlich trenne von meinem Sportplatz und in der Kantine dann das Spiel live übertrage zum Beispiel. Mit natürlich
Registrierung, bla 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 bla. Ja, wird natürlich gehen, ja. Also prinzipiell ist es in Niederösterreich jetzt das so, also weil ich ja zuständig bin dafür. Sportland Niederösterreich schreitet da jetzt ein, also alle Vereine, wo die orange Ampel haben und vor leeren Rängen spielen müssen, kriegen einen Zuschuss. Das fängt, nein. Doch, 3.500 Euro in der Ostliga und das, nein, geht. Ja, doch. Aber was müssen sie haben? Ein Geisterspiel muss stattfinden. Nein, da muss noch was stattfinden. Sie müssen ansuchen, die Förderung. Genau, ja. Ja, von dem gehen wir jetzt mal aus. Von dem gehen wir jetzt einmal aus. Nur ja, für diese Förderung, habe ich schon gehört von manchen, ist es eine sehr schwere Geschichte, da anzusuchen. Für diese Förderung. Da beißt sich, okay, ja, die Katze in den Schwanz. Gut, da habe ich anderes gehört. Wenn also, man, da braucht man einen Steuerberater und wirklich das so auf Knopfdruck, dass ich das alles machen kann. Also das ist sehr anspruchsvoll. Habe ich auch von Ostligisten gehört, dass das nicht gerade einfach ist. Ich habe mich schon ein bisschen umgehört, aber meine Vereine, und die haben gesagt, das hat eigentlich gut funktioniert. Also, ja. Wenn Sie das ordentlich natürlich alles machen, ja, wenn Sie eine Registrierkasse haben, genau, ja, wenn Sie das alles, ja, haben, am Sportplatz natürlich, dann, ja, funktioniert es wahrscheinlich, ja, ganz einfach. Aber nicht in jeder, glaube ich, hat vielleicht eine Registrierkasse. Ja, aber wie gesagt, auch wenn Zuschauer erlaubt sind, ich glaube, das Stadionerlebnis wird prinzipiell einfach zu Katastrophen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich das auf Dauer noch antun werden. Das gehört einfach dazu, dass ich da mein Würstchen esse und mein Bier trinke oder jetzt, wenn es kälter wird, einen Tee oder einen Kaffee trinke. Ja, und dann sitze ich dort und dann habe ich meine Mundschutzmasken an. Also, das ist das Nächste, im, ja, Stadion mit Mundschutz sitzen? Ja. Nein, also ich bin absoluter Fußballfreak. Also ich nehme sowas in Kauf. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute das wirklich machen. Weil ich glaube, die Zuschauerzahlen auf Dauer werden schwinden. Also man hat es ja schon gesehen, das Interesse geht verloren. Ich weiß nicht, ob es die Angst ist oder einfach der Aufwand, der damit verbunden ist, dass sie, ja, die Leute das nicht mehr antun wollen. Viele Vereine haben ja früher immer gesagt, wir wollen endlich spielen, lasst uns spielen, egal welche Auflagen. Und jetzt geht es ja eher wieder so zurück, wie wenn man das nicht dürfen und das nicht dürfen und das nicht dürfen interessiert und sie spielen auch nicht mehr. Genau. Also es ist wirklich spannend, wo der ganze Weg hinführt. Also, ja. Eine düstere Zukunft, sage ich mal. Eine düstere Zukunft. Aber, ja, alle Spiele gibt es bei uns auf Krone TV. Mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer, mit Zuschauer. Also bei uns können Sie Fußball pur genießen. Fußball pur. Jede Runde, ja, gibt es nämlich bei uns. Alle Spiele live im Livestream bei uns am Fernsehsender am Freitag um 19.25 Uhr. Und da verrate ich dir gleich eines. Treskirchen gegen Leobendorf. Unser, super, Topspiel, super, am Freitag. Die Treskirchen im Aufwind, die Leobendorfer noch ohne Punkteverlust Erster. Also das wird was ganz Besonderes. Und mein Co-Kommentator, seht ihr den auch schon verraten? Nein, mache ich nicht. Schauen Sie sich das am Freitag an. Ich bin jetzt einfach gespannt. Schauen Sie sich am Freitag an. Ich habe wieder einen Co-Kommentator. Es ist nicht Norbert Schweizer, muss ich dir auch sagen. Aber wir kennen ihn, er ist Meistertrainer der Regionalliga Ost. Aber was mich auch noch wundert, ist zum Beispiel, wie schaut es dann aus? Jetzt gehe ich auf einen Sportplatz, ja, in einer, natürlich nicht in Niederösterreich, darf ich nicht, aber in Wien oder in Burgenland. Darf ich mir jetzt meine Wurstsemmel, mein Cola oder mein Fanta oder mein Getränk selber mitnehmen? Oder darf ich das nicht? Dann sagt mir der Ordner dort, ich darf das nicht mitnehmen, weil es ein Wurfgeschoss ist oder mein Wurstsemmel nicht. Muss ich das dann draußen essen, draußen trinken? Gehe ich dann raus essen und trinken, gehe dann wieder rein, verfällt dann die Eintrittskarte? Und da, also, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also das wird man dann im Laufe der Woche wahrscheinlich noch feststellen, wie das genau ist. Aber ja. Das heißt, ich will einfach viel zu viele Informationen von dir. Nein, du stellst interessante Fragen, aber das war halt sehr, sehr kurzfristig, das Ganze. Und man muss selber erst da durchblicken, ja. Ich glaube, nicht nur wir müssen mal da, ja, durchblicken, sondern auch alle, die damit, oder, zu tun, vielleicht bist haben, du ja auch besser informiert. Wie schaut das aus mit der Wurstsemmel? Du, ich esse die meisten schon am Weg. Also, ja. Ich habe dann keine Zeit mehr, unter dem Match etwas zu essen. Vor dem Eingang, also vor dem Fieber-Mess-Check. Ja, Fieber-Mess-Check. Übrigens, ein Fieber-Mess-Check kann ich auch noch mal erzählen. Ja. Das war relativ am Anfang der Saison, es war ein Testspiel, wo es war, sage ich nicht. Ja. Ich bin dorthin gekommen und derjenige, der dort beim Eingang gestanden ist, sind zwei nette Damen gesessen, haben meinen Namen notiert und meine Telefonnummer. Okay. Habe ich gesagt, ich muss gleich sagen, ich bin verheiratet. Ja, also ist nichts gegangen bei denen. Habe ist nichts gegangen? Das geht nicht. Nein, ich bin verheiratet. Ich trotz bin zahlreicher Bemühungen? Nein, meine Frau ist meine absolute, ja, Königin. Verständlich. Und, ja. Und bin dort hingegangen und dann sagt der Herr zu mir, ich muss zu ihm kommen. Habe ich gesagt, bitte. Und sagt er muss jetzt Fieber messen bei mir. Bitte tun Sie. Und hat mir so ein Fiebermessgerät angehalten und hat gesagt, 39,9. Habe ich mir gedacht, puh, fast 40 Fieber, ich glaube, ich muss ins Spital eingeliefert werden. Mir war aber weder heiß noch sonst irgendwas. Dann hat er draufblasen? Nein, er hat dann gemeint, hat gesagt, ich glaube, das Gerät war jetzt falsch und hat dann nochmal gemessen, okay, gleich drauf. Und es war 36,7 oder irgend sowas, also gar nicht Fieber. Ja. Ich gesagt,
Naja, dann nehmen wir 36,7, ist sicher gescheiter wie 39,9. Also das ist auch immer so eine Sache, Fiebermessen im Freien, haben also wir schon an der Grenze. Also dritter Versuch? Nein, kein dritter Versuch, okay. Weil dann hat es ja richtig funktioniert. Ja. Aber es gibt ja nur einen Knopf, also er kann nicht einmal falsch gedrückt haben oder irgendwas Falsches gedrückt haben. Es gibt nur einen Knopf zum Messen und fertig. Ja. Und das ist halt auch sowas wie... Nein, jetzt war ich in Wiener Neustadt jetzt beim Cup gegen Rapid und da hat es ja alle die Fiebertestungen gegeben. Hat aber sehr gut alles funktioniert, muss ich sagen. Also Hut ab von Neustadt, was die da aufgefahren sind mit den ganzen... Auch bei der Kantine muss man sagen, die Leute haben sich brav angestellt. Und das ich muss auch sagen, bei den meisten Vereinen war es ja in der Ostliga auch so, wo wir übertragen haben, sie sind wirklich auf ihrem markierten Platz gesessen, sie waren zugeordnet, sind dort gesessen, es war keine Drängerei in einer Kantine oder sonst. Von der dritten Halbzeit rede ich jetzt nicht. Vielleicht hätte man die wirklich abdrehen sollen, sollte man sagen, okay, so wie in Burgenland, nach Spielende ist die Kantine zu. Auch wenn da jetzt Einnahmen verloren gehen, aber unterm Spiel oder vor dem Spiel vielleicht das eine oder andere Getränk oder eine Wurstsemmel wäre nicht so schlecht gewesen. Ja, das ist aber das Problem jetzt in der Geschichte. Kein Essen, kein Trinken. Bei einem Geisterspiele, beim anderen nicht. Beim anderen 500 Zuschauer, beim anderen 250. Und ich finde das ein bisschen komisch, auch bei der Bundesliga. Rapid zum Beispiel darf jetzt auch nur mehr 1500 Zuschauer reinlassen, nicht mehr 3000 in der Meisterschaft. Ja. In einem 24.000 Zuschauer fassenden Stadion. Mit Stehplätze wären es 27.000, oder? Ja, mit 1.500 plus Maske am Sitzplatz, wo der nächste 20 Plätze weit entfernt von mir ist. Ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden. Absolute Katastrophen. Also ich war gegen den LASK mal im Stadion bei Rapid und da waren 3.500, glaube ich, noch zugelassen. Gell? Und das war nicht zum Anschauen, ja. Gut, kommen wir aber trotzdem zur nächsten Runde. Ganz kurz sprechen wir an. Am Dienstag also die Spiele Bruck an der Leiter gastiert in Trausburg. Was ist dein Tipp? Glaubst du, dass die Brucker daheim rennen sie wie im Schnürchen? Ja, sind wir auswärts noch nicht gewonnen. Auswärts, relativ schwach. Die Trausburger punkten nur auswärts, aber gewinnen zu Hause nichts. Also ich bin gespannt. Welche Serie wird fallen? 0-2, ganz klar. 0-2, ganz klar. Ja. Zweimal Matus Bogner. Ne? Matus Bogner. 10 Tore hat er schon geschossen für die Bruck auf den Höhenflug. Auch verantwortlich wie seine Mannschaftskollegen. Zweites Spiel, 19:30. Hast du es gemerkt? Hast du es gemerkt, das zweite Spiel? 19, oder? Gegen? Boah, ist nicht deine Baustelle. Gell? Wiener Viktoria. 6-Punkte-Spiel. 6-Punkte-Spiel. Burgenland trifft auf Wien, kein Niederösterreicher dabei. Naja, aber ich habe natürlich mitgekriegt, dass die Neusiedler nicht so stark sind, deswegen sage ich wieder 1-3. Aber ich glaube auch, dass Wiener Viktoria nicht so stark ist derzeit, weil viele Punkte haben die Truppe von Tone Polster nicht. Und ich muss ehrlich sagen, Trainereffekt, unterschätzt den nicht. Günter Gabriel, er ist jetzt mal jetzt wieder auf der Trainerbank, Sascha Steinacher eher nicht mehr Spielertrainer. Glaubst du trotzdem nicht an die Neusiedler? Nein, nicht wirklich. Also ich glaube da... Vor allem, wie du letzte Sendung angesprochen hast, ob das jetzt wirklich ein Trainereffekt ist, wenn der schon intern sehr sportlicher Leiter war, sei es dahingestellt. Es kann natürlich sein, dass das beflügelt, dass er die Mannschaft kennt, kann natürlich auch nach hinten losgehen, der Schuss. Weil ein neuer Trainer, der von außen kommt, der neue Reize setzt, vielleicht eine andere Perspektive, sage ich, andere Autorität ausstrahlt gegenüber den Spielern, wie wenn man den schon kennt. Ja, spannend. Mittwoch dann, Admira. Gegen Mauerwerk. Dein Tipp? Ja, der Heimfluch wird fallen. Der Heimfluch wird fallen? Ja, ich sage, ein knappes 1-0 wieder. Ein trockenes, staubiges 1-0. Ja, vielleicht Zirkovic. Vielleicht spielt er wieder. Zirkovic, ja. Kann schon sein. Alles ist möglich, wie sagt man so schön im Fußball. Ne? Der Ball ist rund. Mhm. Alles ist möglich. Ja. Nichts ist fix. Ja, und dann am Donnerstag haben wir so und so die Sendungen, am Freitag, dann haben wir schon gesagt, unser Live-Spiel. Da ist Kirchenleomdorf. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon richtig auf dieses Spiel. Ja, wirklich. Also richtiger Kracher. Schwer zu sagen, ihr könnt keine Tendenz abgeben. Also Leobendorf traumhaft gestartet, aber natürlich hat die Formkurve der Dreiskirchner zeigt nach oben. Boah. Also wir dürfen wirklich gespannt sein. Was sagst du? In diesem Spiel? Ja. Ich glaube, es wird die erste Niederlage für Sascha Lasche und seine Leobendorfer. Ich glaube, es wird ein 2-1. Kommt aber auch immer darauf an, wie eben diese Offensive, diese geballte Offensive in Leobendorf unter Quarantäne gebracht wird in Dreiskirchen, kann man schon sagen. Ja. Wie sie die wirklich unter Kontrolle haben. Milosevic, Pranic, Dilic, wenn er spielt, Zöch, wurscht, was ist, Miesenböck da vorne. Das ist halt, das wird das Wichtigste, glaube ich, sein. Also defensiv, kompakt stehen. Jetzt gegen Mauerwerk ist nicht viel passiert hinten bei den Dreiskirchnern. Aber defensiv gut stehen, kompakt sein, keine Fehler sich erlauben.
Weil die nutzen das eiskalt aus, glaube ich. Ja, es wäre eigentlich alles angerichtet für ein Offensivspektakel. Gell? Aber jetzt haben wir 30 Kirchen gegen Stripfing, war ja jetzt da nicht wirklich so besonders. Die großen Spiele sind ja dann teilweise nicht das, was man sich erhofft. Du sagst es, unsere Live-Spiele sind meistens 0-0 ausgegangen. Ja, aber für das moderierst du es gut, muss man sagen. Jetzt haben wir ein paar Tore, da waren ein paar Tore dabei. Ne? Ja. Ich glaube, das war eher der Schweizer, der das gut macht. Nein, aber jetzt nicht mehr so eine Leistung, muss ich sagen. Wem tippst du auf meinen Co-Kommentator? Ich weiß nicht, verrotsmeintlich. Da habe ich dir eh schon einen Tipp gegeben. Meistertrainer hast du gesagt, gell? Uzelkuristisch? Vielleicht. Also vielleicht wird es ein Schekuristisch werden. Schauen wir mal. Liebe Grüße. Ob er Zeit hat, nach Dreiskirchen zu kommen. Schau mal. Ich sage danke. Du hast noch Arbeit. Du musst noch viel Corona-Texte schreiben, glaube ich. Ja, Verordnungen und sonstiges. Die tagtäglichen Corona-Texte. Die du den Vereinen da mitbringst. Ich sage, wieder eine gute Performance von dir hier im Studio. Ich sage, eine glatte 4. Ist okay. Wo war die Skala? Naja, 1 ist Totalversager, 4 ist stark. Ne? Achso, letztes Mal hast du ein Punktesystem gehabt. Du hast gehabt 10 Punkte. Ich habe immer was anderes. Ach so. Ich habe jetzt einen 4er gekriegt, jetzt stark. Okay. 4 plus. Du hättest jetzt wieder geglaubt, du bist in der Schule und kriegst dann genügend, gell? Ja. Nein, so schlecht war es nicht. Muss man schon sagen. Danke. Danke, Chris, dass du da warst. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mal die Montagssendung mit leider nur 2 Spielen. Der Regen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber morgen gibt es wieder geballten Fußball. Dienstag, 19 Uhr, 19.30 Uhr vorbeischauen bei unserem Livestream auf Facebook oder auf YouTube. Oder natürlich auf fan.at, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Und nicht vergessen, dort müssen Sie sich registrieren. Dann können Sie natürlich auch die Highlights und die Livestreams mitverfolgen der dritten Liga. Und ich darf mich jetzt bei Ihnen verabschieden. Sage danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.